Schwert. Taugt nix? Du wagst es? Das ist eine meisterliche Rüstung. Die kann nichts dafür, dass du wie eine Vettel schlägst. Und nun geh mir aus den Augen, bevor ich dir den Knüppel da in den Arsch ramme. Das war nix. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Säbelrasseln. Wobei ich glaube, der hat es jetzt manuell gespeichert. Wir müssen einen Spielstand davor. Quatsch. Spiel laden. So. Dann würde ich sagen, probier mal über die Rüstung zu klauen und fertig. Da wir gar kein Land gerade gesehen. Ist nur die Frage, wie wir dem die Bude auseinandernehmen. Ich würde mal sagen, in der Nacht. In der Nacht wäre eine Option. Das hier war ja sein Geschäft. Gut, der hat jetzt aber auch wieder zig Kisten hier. Da könnte es sein, hier unten, der könnte es sein. Laden hat er mit Sicherheit auch noch welche. Ich würde mal sagen, wir fangen ja oben an. Plündern uns mal durch. Vielleicht hat er auch noch so ein Stück von dem Schwert. Oh. Oder wir nehmen es einfach hier raus aus der ersten Truhe und gehen wieder. Oh, Hund, geh weg. Oh, der steht als so hart im Weg. Mal sehen, ob du hier suchst. Scheitert es jetzt. Jetzt kommen wir wieder raus. Jo, passt. Ich würde gern mehr mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist eine Vorratskammer. Passiert nichts. Könnten die Truhe noch probieren. Der Hund da oben, der jaulen wird, wieso? So, offen ist, keiner hat uns erwischt. Gut, dann können wir wieder weg. Der steht da und sein Geselle auch. Sehr gut, dann mal beherzt zugreifen. Nichts drin. Nichts von Wert, sagen wir so. Das könnte seine Truhe sein. Was ist los? Umhauen könnte man ihn. Das würde ich jetzt auch mal machen. Na, da hat er auch nichts drin. Gut, dann raus. Oh, die Frau merkt auch nichts mehr. Okay. Karotten und Äpfel. Ein wahrer Hochgenuss. So frisch sind sie. Was müssen wir jetzt machen, questtechnisch? Wir dürfen uns ja oben bei dem nicht blicken lassen, wenn wir sie geklaut haben. Wir machen es aber trotzdem mal. Nö, da steht jetzt aber, hol dir die Belohnung ab. Okay, dann machen wir das mal. Da wir jetzt in die Nacht reinkommen, sehen wir auch, wo der pennt. Dann können wir ihm gleich das Bruchstück enden ausleihen. Nennen wir es mal ausleihen. Hier ist ein Wächter. Er scheint da drin zu nächtigen. Naja, das ist auch noch ein Stall. Der läuft hier. Der wohnt wohl im Dorf unten. Oder in der Stadt. Alles klar, lass es dir schmecken, Skamoria.
jetzt erst leider gesehen. Lauf mal dem mal hinterher. Wo ist er hin? Brauchst du Hilfe? Möge Gott dir Gesundheit. Ich habe die Rüstung. Ich bin bei Otto eingestiegen und habe die Rüstung stibitzt. Psst, leise. Bist du des Wahnsinns? Wir hatten eine Vereinbarung. Ich schaffe dir die Konkurrenz vom Hals und du sagst mir, was du über die Fälscher weißt. Na, klingelt's? Okay, das oben ist uns fehlgeschlagen mit dem Duell, ist klar. Was kannst du mir über die Fälscher sagen? Wie ist das alles gelaufen? Eines Abends kam so ein lausiger Bettler zu mir und stellte sich als Rapoter vor. In einem gelben Umhang, ständig am Pfeifen. Ihn begleitete ein Ritter, aber der nannte seinen Namen nicht. Sie sagten mir, was ich zu tun habe, wie viel ich dafür kriege und dass ich das Maul halten soll. Wo finde ich diesen Rapoter? Oder den Ritter? Weiß nicht, aber den Wagen mit der Ware habe ich immer hinterm Kloster auf einem Hügel neben einer kleinen Kapelle unter einem großen Baum abgestellt. Sonst noch was? Das war alles, ich schwör's. Das genügt mir fürs Erste. Geh dich am Übergabeort der Rohstoffe um, okay. Es wäre so spannend, ob wir den umhauen können. Jo, können wir. Zack. Gut, jetzt haben wir eine Geldstrafe, das ist aber kein Problem. Ich will nur das Bruchstück. Bruchstück damals. Zack, was hat er noch? Haben wir schon 2 von 5. In der nächsten Wache stellen wir uns einfach und zahlen die Strafe. Wenn wir denn mal eine finden würden. Wir sollen jetzt uns am Übergabeort umschauen. Der wäre hier oben. Okay. Müssen wir. Gucken wir mal die Schnellreise. Schnellreise nicht möglich, hä? Gut, lauf mal rüber. Das ist schon Wächter, oder? Wächter hier. Hallo? Hey, du! Halt! Ergib dich! Wir geben doch schon auf. Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Du! Du! Das wird teuer. Du. Ja, 125, zack. Schon haben wir unsere Ruhe. Wenn wir das Bruchstück jetzt relativ einfach bekommen. Laufe ich eigentlich? Wir haben doch ein Pferd. Das ist ein krasses Mittelalter-Moped. Ja. Ging jetzt irgendwo da hinten raus. Oh, grob stimmt die Richtung. Die nächste dann rechts. Das soll irgendwo ein Übergabeort sein. Ich würde mal schwer tippen. Da könnte Action sein. Mit Ottos Rüstung. Ach, die haben wir noch im Inventar. Ja gut, die können wir dem ja irgendwann mal geben. Aber wir legen sie wieder zurück. Wäre auch eine Option. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu dunkel ist im Stream. Jo. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Dank des Nachtfalken. Jo, da geht doch die Sonne auf wieder. Und das sind auch welche.
einer. Okay, da war einer. Hab ich dich. Ich jetzt vom Pfeil getroffen im Schlaf, steht auf. Okay, der ging mal meilenweit daneben. Der ging auf sein dappiges Schild. Der irgendwo unterhalb vom Hals. Jo, so habe ich mir es vorgestellt. Nichts Sinnvolles. Auch keine Brezel verwenden. Die Waffengelumpe kann er behalten. Der sieht auch nicht besser aus. Auch keine Brezel. Interessant, wenn man mit einem Pfeil, den Lederwarms, gut, der war vorher wahrscheinlich schon ein bisschen runtergeschossen, aber wieder völlig desolate zischt mit 23. Und seine Aachener Gambeson drüber auch mit 26. Schloss knacken leicht, ja. Ah. Ah. Weiß, ob das jetzt ein Fehler war, die wegzumachen. Eigentlich wissen wir es ja, dass es Zach ist. Am Übergabeort haben wir uns jetzt auch umgesehen. Wir hätten vielleicht uns mit denen unterhalten können. Jetzt sagen wir, gehen runter in die Wirtschaft, wo ja der andere gewartet hat. Der Pfeifer. Und der Ulrich wollte ja auch noch beikommen. Gibt es da ein hübsches Sit-in? Ja. Wo man direkt halber ins Gasthaus reingeritten wird, ja. Oh, da ist ein Bürger. Vitus. Bürger. Deskenmaler, Dorfbewohner, ne? Dann ist auch nichts los. War das ein Fehler? Hier oben wegzumachen. Zapfen wir ein Bier. Was denken die sich? War es vielleicht auch ein Fehler, den Ulrich wegzumachen? Der wollte eigentlich ja auch mal aufschlagen. Eigentlich war es ja immer so, dass die wichtigen NPCs wieder respawn sind. Oder respawnten. Wir bleiben einfach mal da stehen. So. Und jetzt noch mal zum Schmied rüber. Ah, da war ja auch nichts. Der raus, wo er die Münzfälscher ihr Quecksilber beziehen. Wir hätten sie befragen sollen. Jo, das machen wir jetzt auch mal. Säbelrasseln.
So viel ist ja dann nicht, meine ich, passiert. Genau, das war kurz bevor wir Zach umgehauen haben. Kommen wir ja diesmal ohne Strafe davon. Sieht fast so aus. War schon erstaunlich, dass der keinen Groschen hat. Naja, der kam aber so jetzt weg ohne Geldstrafe, das ist schon mal gut. Dann sollte man die oben vielleicht stehen lassen. Und nur K.O. hauen, wobei es ist echt schwierig mittlerweile mit den Waffen. Etwas freundlicher reingehen. Machen wir folgendes, wir speichern. Gehen wir erstmal freundlich rein, ohne Waffen, ohne irgendwas. Ja. Aber mit dem können wir auch einfach reden, alles klar. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Jo. Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Kennst du jemanden namens Rapota? Sagt dir der Name Rapota irgendetwas? Rapota, sagst du? Rapota. Nein, sagt mir überhaupt nichts. 17 zu 15, Kleinholz machen. Untersuche ein Verbrechen gegen den König. 11 zu... Ja, komm mal, Matesta. Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal. Was soll das heißen? Verbrechen gegen den König. Ich halt bloß die Augen offen. Wenn ein Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Wird dafür bezahlt, mehr nicht. Na also, geht doch. Wo steckt Rapota? Wo steckt Rapota? Weiß nicht, ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben, hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wen. Wer holt die Waren ab? Weiß nicht, die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Okay. Danke, dann genießt mal weiter die Aussicht. Na gut, so kam man ja nicht wirklich weiter. Warum sitzt ihr hier herum? Ah, wir hatten unten noch die eine Option. Die Leute heute. Sagt ihr denn Rapport? Wir gehen das nochmal durch und da war unten eine offen. Na also, geht doch. Die hier, ich vergeude hier eure Zeit. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Ich sag's euch als Freund. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Rapota ist abgehauen. Und wird sich hier nicht so schnell wieder blicken lassen. Ihr könnt packen und heimgehen. Was? Der Scheißkerl schuldet mir ein Dutzend Groschen. Verdammt! Was jetzt? Oh, hier bleiben wir jedenfalls nicht. Danke für die Information. Hätten sonst vielleicht wochenlang hier gesessen. Bringt uns aber auch nicht weiter. Ich finde heraus, woher die Münzfälscher ihr Quecksilber beziehen. Auf jeden Fall können wir jetzt nicht mal mitten reden. Dann kann man auch wegmachen. Das ist schon ein Bug. Okay.
Irgendwie war er gerade so leicht weg. Gut, wegen den Achter. Wird nicht lange dauern. Ah, jetzt kommt sein Kollege. Gucken, wie fit der ist. Auch nicht so. Ach Gott, jo, Schädelbrecher, One-Hit. Alles klar. Aber der Brachial da rein. Vielleicht macht das jemand mit mehr Stil weg. Ja, guck, das meinte ich eben. Dieses leichte Knack und Rumdrehen. Deutlich eleganter wie da mit dem Fuß drauf. Also wir können jetzt höchstens nochmal bei Zach probieren. Ah, da geht, glaube ich, am heutigen Tag neun schon durch. Nichts mehr. Jemals eine Geldstrafe offen. Gut, das ist nicht schlimm, die zahlen wir. Wir stellen uns jetzt hier einfach in die Schmiede und warten, bis der wieder auftaucht. 8 ungefähr. Muss er irgendwie, weil das mit dem Quecksilber, meine, die da oben waren auch nicht Gespräche, die haben nur gesagt, hier Rabota, die sitzen da, gucken, dass nichts passiert, kriegen Kohle und fertig. Oder doch nochmal den anderen Weg gehen. Wir probieren es jetzt mal mit Zach, wenn das dann funktioniert, gehen wir nochmal hoch. Und da halten uns anderweitig mit denen. Was vielleicht doch rausprügeln müsse. Sind wir einmal freundlich und dann so. So. Weiter geht's. Zach, reden. Schön, dich zu sehen. Lass uns handeln. Nimmst du denn die klapprige Rüstung von dem Dude? Na, scheinbar nicht. Doch hier. Das ist Kettenhemd, aber so dermaßen zerrupft. Ja, kannst du haben. Gespräch beenden. Er könnte uns mit dem Quecksilber helfen. Mal zur Wache noch stapfen hier. Steinmetz, Steinmetz. Ein gutes Jahr für Äpfel zu werden. Das ist ein Fachgespräch unter Steinmetze, die sich über die Apfelente unterhalten. Rohkorb. Ach, dem haben wir mal einen Zahn rausgerissen. Also den wir zum Zahnarzt begleiten sollten. Dann haben wir ihn einfach ohnmächtig geschlagen und den Zahn selber rausgeklaut. Er könnte uns mit dem Quecksilber. Das war eine Hütte. Ja, viel los ist hier drin. Nicht mal eine Kiste haben sie. Gott sind die arm. Doch hier, klar. Naja, nichts drin. Alte Unterbuchse und ein bisschen Knüppel und zwei, drei Felle oder so. Wir könnten uns nochmal hier mit dem Schmied unterhalten. Gott sei mit dir. Nee. Der jetzt. Was kannst du mir über die Schmiede? Gibt zu viele von uns für. Und dann gibt's noch. Naja, der erzählt nur über die anderen zwei. Zach, Meister Otto, ja. Der eine ist angesehen, der Otto, und der Zach ist schon. Ja, das wäre alles. Dubioser Mensch. Gespräch beenden. Vielleicht der Vogt. Aber interessant, wie man hier einfach rumrennen kann. In Kratheid und schon längst wieder einer kontrolliert, beziehungsweise mal gesagt, hier Strafe offen. Da kannst du ja da. Juckt ihn nicht mal. Ah, jetzt, jo. Hammers, jo. Träumchen. So schnell.
Jo, zahle mal hier. Aber das Thema auch hinter uns. Können wir jetzt auch die Schnellreise runter machen. Aber außer dem Vogt? Puh. Da kommt er doch, oder? Vogt. Gott sei mit dir. Nee, der hilft uns auch nicht. Quecksilber. Den Scharlatan hätte man befragen können, aber der ist ja auch schon weg. Ein wahrer Hochgenuss, so frisch. Sieht es hier mit Otto aus oder Depression, weil sein Stuff weg ist? Nö. Glück und gesund. Arbeitest du mit Kupfer? Stellst du Sachen aus Kupfer her? Hin und wieder nutze ich es für Verzier. Ich suche jemanden, der. Das ist krug. Ja, jetzt kommen wir auch nicht weiter. Der erzählt uns über Mikesh und Zach. Wobei. Was kommt da? Erzähl mir von Mikesh. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker. Ne, ist auch nichts Neues. Tja, wie soll ich sagen? Ne, auch nichts Neues. Mach's gut. Quecksilber. Könnten uns spoilern lassen an der Stelle. War in dem Lager bei Privislavitz ein Haufen Groschen. Maus da immer zwischendrin auftaucht. Mein Bär mit Kupferarbeit, wie es immer. Der Schätzach. Ich hätte noch eine Idee. Mit dem Kunsthandwerker da oben reden. Das wäre noch was. War denn der? Der war, glaube ich, in dem. Jetzt aus Linken, da hinten in der Ecke. Hilft uns. Vitus nochmal, wenn nicht, verprügeln wir ihn. Na, passiert nichts. Zach. Nee. Möge Gott mit dir sein. Es kann nur der Kunsthandwerker sein. Genau, Meister Jerome. Der reagiert aber nicht. Irgendwie triggern. Nö, wir stören ja mal gar nicht. Gott, jemand bestiehlt die Leute. Da ist ein Dieb. Münzzeichnung, was ist das denn? Keine Bewegung. Du hast gestohlen. Und ich habe noch nicht einmal mit all deinen anderen. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Jo, zahl mal das Bußgeld. Du hast für dein Und da ich dir so vertraue wie einem Dieb. Ah, da war was. Münzenzeichnung.
Gut, das sieht man, wie die Münzen aussehen. Es kann nur der hier sein, der Kunsthandwerker. Und wir schauen uns hier einfach ein bisschen noch um. Ne? Das hier eigentlich wäre komischer. Behälter mit Stroh drin. Also. Das Teil da. Da mal hochgehen. Da wäre noch eine Kiste. Mal 1-2 Stunden warten, 3 vielleicht. Kommt jetzt zu einem Mopedfahrer noch ein Motorradfahrer. Könnte man seine Zündung einstellen. Ja, Wahnsinn. Wir können nicht mit dem reden. Rückenschmerzen? Könnte noch hier was mit Quecksilber zu tun haben. Gib ihm Bier, yo. Wär eine Option. Könnten uns in der Schenke noch umhören? Fleischer kann man nicht vorstellen. Auch die Händler hier in der Ecke nicht. Vielleicht im Kloster selber jemand. Ah, das wäre noch eine Option. Da könnte man den Nikodemus fragen. Wäre eine Option. Da wüsste ich so langsam echt keinen mehr. Der Bruder Pförtner, der ist immer noch der beste Name hier, der Typ. Mit dem dürfen wir ins Kloster einen Blick werfen, also, oh nein, ihr seid nicht von uns hier. Seid kein Bruder. Hast du nicht gehört. Nö. Geht auch nichts bei Nikodemus.
Geht nur ein Wächter doof rum. Und da ist Feldlazarett mit Adela. Der Wächter, nö. Mal doch einen Tag noch am Gasthaus, dass die endlich kommen. Gibt's ja nicht, dass wir hier so gar nicht weiterkommen. War nochmal folgendes Spiel laden. In dem Lager hätte man mit dem einen auch eine andere Option gehabt. Geh dich am Übergabeort um, das haben wir ja jetzt. Gehen da mal, Warum sitzt ihr hier? Warum nicht? Die Leute halten. Anderweitig umgehen, angehen. Mach Kleinholz aus euch, Aussicht, genau. Das Balg meiner Schwester hat mich schon schwerer beeindruckt. Scheißkerl! Nee, da kommen wir gar nicht weiter. Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen... Warte mal! Ich halt bloß dir... Na also. Das kennen wir ja alles. Wo steckt Rapota? Weiß nicht, ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben, hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wen. Okay, das war ein Hinweis. Rapota wäre in der Stadt. Wer holt die Waren ab? Weiß nicht, die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Danke, dann geht... Rapota ist in der Stadt. Voll Blut und ein... Warum sitzt ihr hier? Warum nicht? Die Leute halt. Dann lasse ich euch. Dann müssen wir einfach Rapota ins Saashaus suchen. Das wäre schon. Boah, wissen halt nicht, wie er aussieht. Saashaus ist jetzt auch ein bisschen größer. Wo könnte der sein? Wir könnten unten mal anfangen beim Vogt, Schmiedegegend. Ich glaube nicht, dass er hinten raus irgendwo ist, Richtung Gerbersen, das glaube ich. Jo. Und beim Schuster sehe ich dann nicht. Ich würde hier beim Schmied anfangen. Beim Schneider, sorry. Beim Schneider. Guten Tag. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Da müssen wir uns mit der hier der Dinger reinpfeifen. Ist schon wieder dunkel wie die Nacht. An, bevor ich die Büttel sehe. Ja, mach mal. Hält sich in der Stadt versteckt, aber wo? Ohne Truhe. Nicht vorhin eigentlich das mal geskillt gehabt.
Nur auf 17, da geht aber nix. Ne. Eine Wache. Och nö, schon wieder eine Geldstrafe. Elias, der Vogel. Ah, da laufen wir jetzt voll rein, ja, ja. Habe ich dich, du Ba. So schnell wirst du die Sa. Ja, wir zahlen, ja. Ach ja. Jetzt? Ah ja, jetzt passt es. Nur etwas länger laden müssen. Spieler. Ladenwache. Pater Fabian. Peter Lokat. Lokota. Lokota. Badehaus wäre auch so ein Ort, wo man sich verstecken könnte. Was ist denn das? Kommt erst da hinten noch. Was darf es denn sein? Was wohl? Heißes Wasser und eine Birne? Bürger. Was starrst du so? Die Wähler sind bezahlende Gäste und nicht für Le- Heilige Maria! Was willst du hier? Aha, auch noch baden zu später Stunde. Okay. Haus vielleicht. Ja, es führt wieder zu Probleme. Badeinhaberin pennt schon. Nee, nee, wir gehen nicht ins Badehaus, wir waren dort questtechnisch unterwegs. Das ist kein Vergnügen gerade gewesen. Bin aber hier auch mit. Das ist ein Spieler. Ich glaube, ich lasse mich spoilern. Alles klar. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Der Gehilfe vom Klostermeister. Puh. Den Trichter muss man mal kommen. Können wir ja da oben mal rein und warten, bis es hell wird.
den mal intensiver befragen. Da wäre nie im Leben drauf gekommen, denn gehilft, das wäre der Letzte. Schau dann. Elf hat er. Er pennt. Oh, lass mal ihn pennen. Ist kurz nach 8, da wird er wach sein. So absurd. Wobei doch, die Blacks, ja, aber der Helfer, was hat der mit dem Bau zu tun? Gläser aus Quecksilber gab es ja, oder Glas? Beides war ja Bleiglas. Die Quecksilber früher im Kloster. Aber den wäre nie gekommen hier hinten. So, da ist er schon mal wach. Die Frage, warum rennt Klostermeier? Stein Lakai. Den können wir reden. Gott schütze dich. Servus. Ich weiß, wer es war, hä? Der junge Smola. Ach Gott. Smola ist für Jesus Christ. Er ist tot. Meinst das du war Sache? Ja auch noch. Sieht so aus. Gott sei Dank. Haben wir mit dem nie wieder geredet, nachdem wir den Smola da erlegt haben. Also das war der Gehilfe vom Baumeister, der schon gefühlt 30 Folgen her. Aber wo ist der Gehilfe? Wache, Wache. Mehr Wachen wie Mönche in dem Laden hier. Das Pferd. Aber alle irgendwie schlecht. Ja. Das ist einer von den Steinmetzen. Da hinten rennen auch nur die Steinmetze rum. Das könnte doch. Ja, ist der Bruder Pförtner. Ja, ja. Oh, vermeint ich die Fackel noch. Kannst du sein mit der Fackel hier rum. Da ist doch einer dazugekommen. Helfer. Dem können wir aber nicht interagieren. Da noch was? Ne, auch nur stehlen. Nochmal nachlesen. Beide wieder weg. Da müssen wir wirklich auf Favor warten. Wir gehen nochmal ins Gasthaus. Wer mit Kupfer arbeitet, wissen wir ja. Das können wir ihm ja mitteilen, wenn er denn mal da wäre.
gern Bier. Bürger, Bürger. Noch mehr Bürger. Ich mit dem Freskenmaler. Gott sei mit dir. Ah. Mein Freund, kannst du als Händler mir sagen, wo ich Quecksilber bekomme? Tja, ich war selbst bereits mehrmals dort und kam mit leeren Händen zurück. Dreimal haben sie mich abgewimmelt. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Braucht der Freskenmaler? Wozu benötigst du Quecksilber? Quecksilberfarbe? Nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ja. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos Grüß dich, das Ben. Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Nee, hier hat es jetzt der ganze Tag heute geregnet. Danke, das wäre fürs Erste alles. Angenehme Temperaturen und, oder würfeln. Ich merk's auch nicht mal jetzt. Also, es ist gut abgekühlt. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Bietest du an? Jo. Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Alles Gute. Das Leben im Wirtshaus. Trinkfestigkeit wird erhöht. Alles klar, eine Schatzkarte 3. Nehmen wir mal mit. Bring mir bitte was Bier. Ja, gestern war es was grenzwertig. Gestern? Ja, gestern. Da habe ich es mal probiert, aber nach 2 Stunden. Ne, war. Und die Woche über konnte man es komplett vergessen. Also man merkt schon, dass es 2 PCs sind, die hier stehen. Bloß halt die Hitze. Da kann man das Fenster aufmachen, wie man will. Heute Morgen fährt das Gewitter. Ne, bei uns hat es ganz normal geregnet. So, jetzt haben wir uns mit dem da unterhalten. Ja, aber das war das dann, was ich eben rausgefunden hatte mit dem... Naja, ich mach's so. Jetzt kommen wir ja weiter. Heißes Bad, ach du liebe Zeit. Im Leben da drauf kommen. Ja, der ist aber nicht da. Eine Etage tiefer. Puh, oh, das war nicht so gesund. Das war nicht so gesund, wenn ich mir das anschaue. Ja gut, wow. Können alle von Glück reden, dass wir Schwein nicht getroffen haben. Da ist der Klostermeier, mit dem können wir reden. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Ja, Gespräch, ich wollte jetzt auch nicht, gar. Wo ist der blöde Gehilfe? Sagt definitiv hier in dem Raum. Macht der gerade Mittag oder ist der? Oh, eine Truhe. Leer. Was war das denn? Es war gar nichts, weil wir sind auch hier nie gewesen. Da könnte noch eine Stunde vorspulen. Vielleicht hat er irgendein Gebet oder was? Weiß gar nicht, was wir haben an Temperatur. Moment, ich schau mal nach. Trinkfestigkeit verbessert, alles klar. Jo, wir haben auch 19 Grad. Morgen geht's dann runter auf 13, jo.
dann wird's wieder anständig. Bei tagsüber hatte man auch mal 23 Grad bei Regen, das ist auch nicht angenehm. Ja, wo ist der Dulli jetzt? Mann, Mann, Mann. Da kann man auch baden. Ja, genau. Hm. Nee. Haben wir den irgendwie weggemacht mal? Nee. Freund war ja noch da. Da unten ist ein größeres Sit-In. Gut, der Pförtner haben wohl zwei Steinmetze. Steinmetz 1, jo. So klar. Bei hier gab es ja noch. Dann könnte man auch von hinten aber sowas von locker weghauen. Schau nochmal in den Questlog rein. Setze deine Nachforschung in der Kammer des Klostermeiers fort. Ach, in seiner Kammer. Haha. Ja, berechtigte Frage, wo hat der seine Kammer? Das hier ist seine Kammer. Wir können doch jetzt die Bude ja nicht auseinandernehmen. Oder ist das so gewollt? Einmal schon. Ja gut. Questbedingt müssen wir das jetzt einstecken. Ach was, hast du jetzt einen Termin? Wann? Wann? Das will auf jeden Fall, lass mir das nicht entgehen. So, das ist doch schon immer seine Kammer. Nee, er sagt da drüben. Mal hier wieder ein Inventar voll mit Stuff. Ah, das können wir mal lesen. Leben im Wirtshaus. Bestimmt ein spannendes Buch. Ach, das siebte. Ah, nächste Woche Freitag, okay. Jo, das passt. Das können wir immer noch nicht lesen. Die anderen Bücher können wir eigentlich jetzt mal wegschmeißen, oder? Können wir mal fallen lassen. Das können wir fallen lassen. Dass jetzt noch einer doof kommt, weil wir ja Stuff geklaut haben im Kloster. Wo war denn das andere Buch? Ah ja, da unten, Werke von Janov, ja. Macht hier einen kleinen Riesenschlag, jo, und dann liegt da der Stuff. Der Klostermeier, wo ist dein Gehilfe? Da hockt er doch. Endlich. Ahnung, wo der die ganze Zeit war. Beste Grüße. Alles klar, perfekt. Quecksilber so. Wer fragt denn? Der arme Maler. Oder wir. Der Maler. Ich bin im Namen des Freskenmalers hier. Er sagte, du hättest ihn schon dreimal mit leeren Händen weggeschickt. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann wohl nicht. Weshalb kannst du mir kein Quecksilber verkaufen? 19 zu 10. Wenn du stiehlst, steckst du in der Scheiße. 4 zu 12 Nachteil. Lüg mich nicht an. Komm Scheiße. Drauf. 17 Sag zu mir 6. Sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie.
Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht, und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kam mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Alles klar, Wayne. Viel Spaß bei einer Anwacht. Aber als ich ablehnte, bis morgen. Kamen die Drohungen. Wie solltest du ihnen das Quecksilber bringen? Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Okay. Nun gut, hab Dank. Lebe wohl. Also der Helfer des Klostermeiers ist auch ein Langfinger. Gut. Und der hat sie irgendwo am Baum da hinten um die Ecke und so weiter. Sprich mit Meister Fafa. Ah, endlich ist er in the hood. So. Ich würde sagen, wir führen noch das Gespräch mit Fafa. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Da ist vor 2-3 Tagen was gegessen. So, 98 soll doch reichen. Da ist unser Schreiber. Tobias Fafa, da steht doch. Gott sei mit dir, Junge. Wieso sieht der aus wie so ein Bettler? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Ah, okay. Wieso? Um die Schurken nicht aufzuschrecken. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und wenn sie erfahren, was wir vorhaben, fliehen sie. Das klingt einleuchtend. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher sie das Quecksilber haben. Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Ja, aber mir ist dort nichts Besonderes aufgefallen. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Standswerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Okay. Dann geht's jetzt zum Graveur. Aber da haben wir doch schon das in der... So viel Stuff mittlerweile. Das kann man ja nicht wegschmeißen. Das ist das Schlimme bei den Questgegenständen. Das ist eigentlich Ulrichs Dokument. Ach, das war das, was wir vorhin überreicht haben an Fafa.
So, nochmal kurz reinschauen ins Questlog. Sieh dich in der Gravurwerkstatt um. Jo, jetzt müssen wir wahrscheinlich das klauen, was wir vorhin schon mal geholt haben. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wechsel mal die Szene.